Ja, herzlich willkommen. Es gibt jetzt einmal ganz kurz, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum jetzt zwei Parts kommen. Dieses Video hier ist kein vollständiger Part Minecraft Minion-Leben. Nach der letzten Aufnahme, die Matze und ich zusammen gemacht haben, sind noch einige Sachen vorgefallen. Und zwar kurz nach der Aufnahme. Das haben wir dann ganz schnell auf Aufnahme gehämmert. Und weil ich nicht wusste, wie wir es jetzt in dem aktuellen Part unterbringen sollten, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt einfach nochmal ein kleines Infovideo. Genau, damit ihr auf dem neuesten Stand seid und euch nicht wundert, wenn es dann im nächsten Part weitergeht, was da alles so noch vorgefallen ist und so. Also dann guckt euch das mal an und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss! Nimmst du auf? Ja. Ich nehme auf. Also, das finde ich gerade sehr verdächtig. Er schleicht hier auf unserem Gelände rum, droht uns mit einem König, der uns alle Söldner umbringen will. So seine Worte. Und will dann das anscheinend abhauen, ja. An der Königstelle wäre vorsichtig. Ja, richtig. Hier entwickelt sich gerade eine nicht besonders. Ich habe das Gefühl, das klingt so. Ist er vielleicht in einem Pakt mit Dämonen oder sowas? Bin ich der Narren? Das Land ist nicht bereit für einen König. Erwähne erneut, dass mir ist kein König bekannt. Keine Art König. Sich auch. Er nennt sich auch Spielemeister. Okay. Genau. Soweit ich weiß, befindet er sich in einer anderen Stadt. Uns auch noch in den Rücken. Geht auf seinen Kopf. Ich finde, sag ihm mal, er soll bitte gehen. Alter, ich hab dich angegriffen, der Pisser. Wie? Er hat mich gehauen. Ja, er hat zuerst zugeschlagen. Nieder, mach ihn nieder. Ich hab dich nieder. Na, ich meinte ihn. Er brennt. Und er rennt über die Brücke. Das war ein Fehler. Ja, dumme Idee. Sehen. Lauf rum, wieder über die Brücke, lauf rum. Der läuft zu China. Stacks Holzstämme. Wo ist er? Das ist nicht. Nee, das ist das Skelett, was mich. Verdammt. Der hat sich verstanden. Der ist weggekommen. Dieser. Ja, ich weiß aber, wo er wohnt. Ja. Also, er hat ganz eindeutig Jana zuerst angegriffen. Da ist er. Wo? Wenn wir ihn jetzt nicht platt kriegen, verstecken wir uns im Haus. Und warten drauf, dass er kommt. Und dann wird die Tür zugebaut und dann machen wir ihn platt. Wo seid ihr? Keine Ahnung, wo die sind. Das da ist ein Skelett oder ein Zombie? Da in seinem Haus oder wo? Ach so, nein, er ist in dem Haus, okay. Ich hab
habe nur bisher keine Ahnung, wo sein Haus ist. Ich habe noch nicht alles gemerkt. Der war das nämlich, der auch in unserem Haus war. Geh mal rein. Ich decke dir den Rücken. Was soll das denn? Der schmeißt mit Reststoff um sich. Gut, damit wäre das ja auch geklärt. Ja, kannst du auch wieder anwenden. Ja. Ja, herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier mitten in der Nacht noch on. Der Matze ist am Pennen. Und ich bin gerade angekommen und mein Pferd ist weg. Und ich habe hier auch schon Schilder hinterlassen. Und das Witzige ist, dass der Mosch mit auf dem Server ist. Und der Mosch hat mir nämlich gesagt, dass mein Pferd bei ihm im Haus war und er sich schon gewundert hat, wem das gehört. Und ja, das wüsste ich auch ganz gerne, wer das da hingestellt hat. Ja, das wundert mich auch. Weil der Mosch, der ist nämlich bisher noch so gar nicht in Erscheinung. Ja, da kommt er angeritten. Guten Tag. Guten Tag. Kannst gerne absteigen. Ich habe Leine dabei. Gut. Kann ich den alten Gaul hier wieder? Komm rein! Ah, warte. Erstmal reinreiten hier. Ich weiß auch nicht, wer mir hier die scheiß Strohballen rein. Ich glaube, das war Matze, der mir hier die scheiß Strohballen reingestellt hat. Muss ich mal wegmachen. Die habe ich bewusst daneben gestellt. So, verdammte Naht. So. Ich hab's mal angeleint. Ja, ja. Danke. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was wir da jetzt machen. Ich weiß es nicht, ich werde das morgen nochmal mit Matthias besprechen. Und dann sehen wir mal weiter. Dann bis zum nächsten Mal.